Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meiner kleinen Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und dazu war ich wieder fleißig am Shoppen, habe mir wieder verschiedene Sachen rausgesucht, die aus dem Spiel seit, ja, doch einer Weile entfernt wurden und jetzt noch auf den verschiedensten Servern kursieren. Und da bin ich mal wieder fündig geworden. Und zwar bin ich jetzt hier auf Amantul. Und dort habe ich eine Hose gefunden. Und zwar schimpft sich diese Hose Bunthose der Blaukiemen. Und das ist auch wieder ein Item, das rausgefallen ist mit dem Revamp von Cataclysm. Heißt seit wahrscheinlich knappen 10 Jahren kann man diese Hose sich nicht mehr im Spiel erholen. Und ja, es gibt jetzt noch ein paar, die quasi auf den einzelnen Servern ja, liegen, beziehungsweise auf Banken von irgendwelchen Leuten gefunden wurden. Und dementsprechend habe ich ein bisschen gesucht. Und habe eine gefunden und zwar relativ günstig. Normalerweise ist hier der Region Market Preis, also der auf allen EU-Servern, um die 300.000. Ich habe die jetzt hier für 100.000 Gold gefunden. Ich weiß, 100k für einen Transmog ist teuer, aber ich habe auch schon 1 Million für einen Transmog ausgegeben. Aber hier für so ein seltenes Ding tatsächlich relativ günstig. Die holen wir uns jetzt einmal, schauen sie uns an. Die sieht irgendwie sehr, sehr komisch aus, vor allem an dem Elfen. Die ist irgendwie unten so ein bisschen, also es ist eine kurze Hose und die ist unten irgendwie weiter als oben, keine Ahnung. Sieht komisch aus, ist selten. Die holen wir uns jetzt einmal und lernen die auch. Das ist das erste Item, was wir uns holen wollten. Ich habe hier auf Amantul 100k rüber getradet bekommen, habe 10% Gebühr gezahlt, heißt 110.000 war das jetzt bis jetzt. Das ist das erste Item und ich habe auch noch ein zweites. Wir haben direkt den Char gelöscht, dass ich wieder Platz habe. Und das zweite habe ich auf Main-Account und zwar den Char werden wir nicht löschen, denn ich habe hier auf Ekwin auch noch ein Item gefunden und zwar ein zweites, das schimpft sich hier Muskelprotzerharnisch und das ist ein Hemd. Auch wieder eins von denen, die man im Startgebiet mit einer bestimmten Rassen-Klassen-Kombination gekriegt hat. Hier mit Orks, Trollen, Tauren, untoten Kriegern. Und ja, das habe ich damals irgendwie auch nicht gekriegt. Habe ich jetzt gefunden hier für 220.000. Und ihr seht, der regionale Marktwert sind normalerweise im Schnitt 771k. Deswegen, ja, war hier auch relativ günstig. Und auch das können wir uns einmal holen und einmal lernen. Ach so, und wir wollten uns das vielleicht auch noch anschauen. Moment, jetzt tun wir hier mal alles wegräumen. Dann können wir uns das vielleicht auch einmal. Ach so, hier. Den Wappenrock, den ich mir letztens gekauft habe, der ist noch im Weg. So, dann schauen wir uns das an. Okay. Alles klar. Hier in der Elfin sieht es ja schon halbwegs aufreizend aus, das Hemd. Ah, kann man machen, oder? Kann man machen. Ist jetzt nichts Dolles, aber kann man machen. Gut, was haben wir jetzt insgesamt ausgegeben? Das waren jetzt 110k für das eine Hemd mit Gebühr, ne? 10% von 100k sind 10k, das bringe ich sogar noch hin. Und dann haben wir noch 220k für dieses Item ausgegeben. Dafür musste ich keine Gebühr zahlen. Ist hier Equin auf dem Server, wo ich eh Gold habe. Zum Glück noch ein bisschen was, was wir dann für weitere Investitionen benutzen können. Heißt insgesamt 330.000 haben wir ausgegeben, sprich diesmal ist es einigermaßen zivil, wenn wir jetzt an die letzten paar Mal denken, wo wir dann eine knappe Million bzw. einen halb ausgegeben haben, dann sind wir diesmal relativ günstig gefahren. Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende von dem kleinen Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ich wieder was Neues finde, dann melde ich mich. Ich kann jetzt hier, bevor wir ausloggen, nochmal gucken. Okay, alle Items, die hier drin sind starten bei 5 Millionen. Okay, da werden wir uns jetzt nichts kaufen. Okay, also ich hätte mir noch was gekauft, wenn was Günstiges drin gewesen wäre, aber 5 Millionen geben wir jetzt doch nicht aus. Okay, gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.